Hallo, mein Name ist Lisa Weisenstein. Ich bin Studentin der Hochschule Kaiserslautern im Studiengang LDD. In diesem Video möchte ich Ihnen ein kleines Projekt vorstellen, das ich zusammen mit Professor Dr. Martin Wölker erarbeitet habe. Bei dem Projekt geht es im Grunde um die Frage, ob und wie sich im Wirtschaftssimulationsspiel Factorio Automatisierungsprozesse umsetzen und darstellen lassen. Um einen Vorgang automatisieren zu können, benötigen wir zwei grundlegende Instrumente. Sensoren, die einen Ist-Zustand messen und diesen als Signal weiterleiten, und Aktoren, die das Signal empfangen und in eine Bewegung umwandeln. Sensoren können in Factorio mithilfe von Kabeln erzeugt werden. Aktoren sind alle Dinge, die gesteuert werden können, wie zum Beispiel Greifarme. Wie mithilfe dieser Instrumente ein Prozess in Factorio automatisiert werden kann, werde ich Ihnen anhand einer Platinenproduktion erklären. Bevor ich zur Automatisierung komme, möchte ich erstmal den grundlegenden Aufbau der Produktion erklären. Produziert werden sollen diese grünen Platinen. Dazu werden eine Eisenplatte und drei Kupferdrähte benötigt. Diese werden in Stahlkisten gelagert und mit Greifarmen auf die Fließbänder gelegt. Von den Fließbändern werden sie dann von einem weiteren Greifarm in die Montagemaschine gelegt, die daraus die grünen Platinen produziert. Die fertigen Platinen gelangen dann über ein weiteres Fließband in eine Metallkiste. Um die Produktion automatisieren zu können, benötigen wir neben den Sensoren und Aktoren sogenannte Kombinatoren, die Signale verarbeiten und über die Befehle für die Aktoren formuliert werden können. In Factorio gibt es drei verschiedene Kombinatoren. Den konstanten Kombinator verwenden wir, um Variablen festzulegen. Der berechnende Kombinator kann Berechnungen durchführen und über den vergleichenden Kombinator werden Bedingungen festgelegt und ausgewertet. Für die Produktion benötigen wir ansonsten natürlich noch eine Stromquelle, hier eine Solaranlage und eine Lampe. Mit dem konstanten Kombinator hier vorne legen wir fest, wie viele Platinen insgesamt produziert werden sollen. Das sind in dem Fall 5 Stück. Dieser berechnende Kombinator erhält von der Kiste, in die die fertigen Platinen gelegt werden, das Signal, wie viele Platinen bereits produziert wurden, und berechnet damit, wie viele noch fehlen. Die Zahl gibt er als Signal G weiter an den berechnenden Kombinator hier oben. Dieser berechnet dann, wie viele Eisenplatten für die Anzahl an Platinen benötigt werden. Da wir pro Platine nur eine Eisenplatte brauchen, rechnet er also mal 1. Die Anzahl gibt er dann als Signal E weiter an den berechnenden Kombinator hier hinten. Der wiederum erhält von dem vergleichenden Kombinator hier unten, der als Zähler fungiert, die Anzahl der bereits aufs Band gelegten Eisenplatten und zieht die von den benötigten Eisenplatten ab. Die Zahl geht dann als Signal Y weiter an den Greifarm hier unten, der so eingestellt ist, dass er so lange Eisenplatten auflegt, bis Y gleich 0 ist. Sprich, so lange, bis alle benötigten Eisenplatten aufs Band gelegt wurden. Das gleiche passiert hier unten bei den Kupferdrähten, nur dass hier mal 3 gerechnet wird, da wir 3 Kupferdrähte pro Platine brauchen. Dann werden die Platine in der Montagemaschine produziert und mit dem Förderband zum Greifarm transportiert, der sie in diese Kiste legt. Sobald alle Platinen in der Kiste liegen, leuchtet die Lampe grün und die vergleichenden Kombinatoren bekommen das Signal, den Zähler zurückzusetzen. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal in Aktion an. Sobald ich den Greifern sage, was sie auflegen sollen, startet die Produktion. Hier sieht man jetzt den Zähler. Es werden 15 Kupferdrähte benötigt. Sind alle 15 aufs Band aufgelegt worden, stoppt der Greifer. Hier werden die Platinen produziert. Und sobald 5 Platinen in der Kiste sind, leuchtet die Lampe grün und der Zähler hier wird auf 0 zurückgesetzt. Wenn ich jetzt aus der Kiste die 5 Platinen entnehme, startet die Produktion wieder und es werden 5 Platinen nachproduziert. So ist sichergestellt, dass immer 5 Platinen zur Verfügung stehen. Fünf sind produziert, die Lampe leuchtet grün. Die Anzahl kann ich natürlich beliebig erhöhen. Also wenn ich hier jetzt 10 angebe, werden wieder 5 nachproduziert, bis in der Kiste 10 grüne Platinen liegen.
Wie man an der automatischen Platinenproduktion, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, sehen kann, lassen sich Automatisierungsprozesse sehr gut in Factorio umsetzen. Zudem kann das Simulationsspiel dabei unterstützen, Automatisierungsprozesse nachzuvollziehen und zu verstehen, ohne Programmiersprachen zu beherrschen. Mit Factorio können Produktionsvorgänge nachgestellt werden, ohne dass eine bestimmte Hardware oder Vorkenntnisse benötigt werden. Daher kann es sehr gut genutzt werden, um den Einstieg in das Thema Automatisierung zu erleichtern.